Herzlich willkommen bei den Kniften. Und es ist mal wieder soweit. Wir spielen mal wieder StarCraft 2, 2 vs. 2. Und ja, ich bin der Jens. Mit dabei ist natürlich die gute alte Knifte. Der Leon, ja, guten Tag. Heiliger Furz. Der Leon, auch bekannt als Hugo Müller, aber das ist eine Müller. Sehr lange Geschichte. Müller. Ich heiße Müller. Und auf jeden Fall werden wir jetzt seriös wieder 2 vs. 2 spielen. Ich weiß, wir sind abgrundtief scheiße in dem Spiel, aber es macht uns Spaß und wir haben gedacht, ja, war nochmal ein neues Update raus, was das Matchmaking betrifft. Und ja, deswegen wollte man nochmal reinschauen. Und ich spiele wieder Terraner. Ja, Leon spielt, keine Ahnung, was der spielt, weiß ich nicht. Leon, was spielst du? Keine Ahnung, ich spiele mal Zerg. Na, sehr gut, dann suchen wir direkt mal das Spiel und hoffen mal, dass das nicht zu lange dauert. Ach, 2,5 Stunden. Ja, ich muss erst noch runterladen, die Maps. Ja. Ah, warte mal. Ich muss auch initiieren. Oh ja, initiiere. Warte mal, diese Hydralisken, ey. Wie der geile Marine. Ja, mit der Hydralisk, ey. Vor allem, das ist so geil, weil die haben so Stoßzähne, die einfach auseinander dehnen können. Das sieht ja ultra geil aus. Vor allem, die haben bei den Stoßzähnen, haben die auch nochmal Zähne. Also wie ein Hai. Die haben mehrere hier Zahnschichten, sag ich mal. Die sind schon seriös, ne? Krasse Dudes auf jeden Fall. Wir können die richtig geschmeidig. Genau, die können richtig geschmeidig in die Knifte reinbeißen. Und die können sogar 4 Knifte auf einmal futtern. Da kennt ihr zwar auch jemanden, der kann ohne Hyperlisten sein, aber trotzdem. Ja. Der konnte 20 Knifte in 5 Minuten futtern. Also, das ja, war kein Problem. Das war, weil der sauer war. Hat er doch ganz genau gesagt, zur Beruhigung musste er die Knifte verputzen. Er hat sie einfach weggesnackt in 5 Minuten, 20 Stück. Mann, und das auch noch während des Spielens. Während des Smites-Spielens. Ja, was schreien die denn für eine Scheiße? Wenn Chili ist, da zweimal was davon. Ja. Ja, ich sehe den Chat nicht. Bin im Gruppenchat. Wenn wir rein und rauskommen. Ach, Kacke. Dauert aber lange. Ah. Da sagt man es und schon geht's los. Na, einfach immer Flame, dann geht's. Ach, oh. Kacke. Wie die Brot, Junge, der hat ich will Kekse. Nee, der hat einen Overlord. Wir haben verkackt. Der hat einen Obi-Hobi. Wir haben verschissen. Guck mal, da werden gar nicht mehr die, hier, das Level wird gar nicht mehr angezeigt. Das kannst du gar nicht angeben. Der Ra-Clan ist mal wieder hier am Start jetzt zu StarCraft 2. Mit Hugo Müller. Mit Hugo Müller und Hugo Müller. Ach du Kacke. Ja, nicht ein Overlord. Wie ging das denn jetzt? Nicht wie gesagt, falls ihr irgendwelche Pros zugucken, könnt ihr uns gerne mal ein paar Tipps geben, ne? Senden. Auch wenn das nichts bringen wird, weil wir ein paar abgrundtief scheiße sind. Wir haben eine Rampe, ne? Ja. Also ich habe eine, du hast eine. Und wir haben nochmal eine große hinten. Was baust du? Weißt du das schon? Da steckt mal ein bisschen Schaben Hyralisten. Die beim Protoss und Zerg, ne? Ja. Kann so gut sein. Ich denke mal, ich werde auf Bio gehen. Kommt mal hinten zu der Base. Ach, die ist bei mir hinten drinnen sogar angeschlossen. Wie geil ist das denn? Ich glaube, direkt hinten Goldbase ist richtig pompös. Ja. Mann, ich kann das Wort pompös einfach nicht verkneifen. Das ist einfach so ein geiles Wort. Ja, ist auch geil, ne? Aber ja. Denk immer dran, was das Wort verbindet, was damit verbindet wird. Verbindet wird, verbunden wird? Keine Ahnung. Ja, verbunden. Ach, keine verbunden, Ahnung. Ne? Ja, in Deutsch brauchen wir auch Hilfe. Wenn ihr Deutschlehrer ist, soll man bitte helfen. Dankeschön. Danke. Oh, ich soll auch mal einen Buchstabpool bauen, ne? Ich verliere. Oh ja, ein Prodi kommt direkt hier vorbei. Einfach schön verpieseln, den Prodi, ey. Ah, der sieht aber nicht mal eine Zweitbase. Tja. Hättest du mal besser aufgepasst, Kollege. Ey, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte gerade irgendwas machen. Schlechte Neuigkeiten? Ja. Das kaum noch.
genau, das wollte ich tun. Oh, hier wird auch eine Königin producen. Ja. Mehr Minerals, deswegen bin ich ja gerade schon eine Goldbase am Fahren. Ruhig dich mal. Ne? Ja, Königin, chill mal dein Life. So, erstmal eine Zweitbase bauen. Ja, ich die Zweitbase schon langsam aufbau. Ich habe in der Mitte auch mal die Tower besetzt. Da ist mal im Weg. Ein Overlord! Macht's kaputt! Oh, wo ist der? Bei mir. Ja, den hol ich runter, kein Problem. Ich bin manchmal echt am überlegen, ob ich das so machen soll, dass mir die Feinde auf der Karte immer rot angezeigt werden. Oder dass es noch mit Farben gemacht ist. Ich hab das mit Farben. Ich hab das besser. Auch mit Farben, aber ich weiß nicht, was besser ist. Zerklinge! Zerklinge, ach du heilige Mutter. Hast du schon Abwehr? Nee. Ich bin leider supply-blocked. Ich wollte erstmal schön Stachelkrabbler hier meine Base. Ich hab jetzt aber einen Panzer jeden Moment. Aber was mach ich denn? Warum baue ich keine Zerklinge? Ah, jetzt Zerklinge. Muss mal hier Stimpacks erforschen und vor allem brauche ich einen Flug. Den ganzen Raumhafen. Bin wieder richtig unseriös hier gerade. Ja, ich bin auch richtig am Losen, ne? Warte, bis Film rein. Ja, mehr Obi-Hobis ist in Ordnung. Upgrades brauche ich auch noch. Oh nice, kann erst den Schaden bauen. Ja, mehr Overlords sind ja schon unterwegs. Geht schon mal. Ah, ganz dort in der Bau. Aufgedankt. Upgrade durchgeführt. Nicht genügend. Warte, ich hab gerade, da haben sich Gegner irgendwie rangeportet, mit Söldnern, aber geht da hier gar nicht. So, ja! Sicher! Ich hab schon gedacht, ey, was ist denn nun geschehen? Heilige Kacke, ey. Lucho! Ich hab nicht so eine Angst, ey. Gerade Söldnerangriff. Heilige Scheiße. Bei einem Söldner, bei Protoss und Zerg auch noch. Ja, keine Ahnung. Mal viele Einheiten, du einfach schon hast, hat nichts. Außer halt eine richtige Knifte, ne? Ach, die kann man auch noch upgraden, ne? Die ich habe. Ja. Ich hab seit Legacy of the Void kaum gespielt, ne? Das ist aber so schlimm. Das Tank. Er kann ihn nicht bauen. Ich scan mal. Ja, scanne mal. Aber wenigstens bin ich jetzt mal an dem Punkt angekommen, wo ich keine Mineralien mehr habe. Das finde ich gut. Wobei das natürlich nicht gut ist, aber das ist trotzdem gut zu wissen, dass ich das einigermaßen. Oh, oh. Zack, Zergling. Ich muss mal eine dritte Base bauen. Das ist gut. Machst du mit deinen ganzen Overlords eigentlich? Ja, Gott. Ich muss hier mal die volle Sicht haben. Wenn ich mal Schleim ausbauen baue, weil ich dich nicht blockieren will damit, muss ich wenigstens so machen. Ja, ich fast gar keine Hotkeys benutze. Ich scanne nochmal hier oben. Okay, die sind unten rechts.
die ganze Zeit Supply. Aber ich kann irgendwie mit den neuen Farben kann schon gar nicht umgehen, weil das habe ich irgendwie. Die sind einfach. Also was heißt einfach? Brauchst halt Ja, man muss halt jeder einzeln machen, weil sonst laufen die da erstmal so behindert hin, oder? Wenn man das als Stack macht. Wie? Meinst du das jetzt? Ja, normalerweise ich jetzt gemacht habe ich immer halt mit halt alle markiert gehabt und dann halt immer. Ja, du kannst alle markieren und dann immer C drücken. Die schießen alle einzeln. Muss halt ganz schnell machen. Fuck you! Oh! Ja, egal, das komm, mach mal. Meinst du, ich bin behindert? Reinlaufen, ja, lauf mal rein. Idioten. Easy. Lass dich ficken. Angriff! Heck! Einfach stumpf hinterher rennen, die haben keine Schnitte mehr. Jo, unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Okay, hier sind wir ein bisschen was. Ah, meine Einheiten kommen auch. Ich komme eben nach. Aber hier war schon noch einiges hier, ne? Aber viel zu wenig. Wir müssen weiter nachpumpen. Oh Gott, eine Schaufel von mir angegriffen. GG. Oh, oben ist ein Ding. Ah, das erste Match haben wir mal gewonnen, würde ich sagen. Auch wenn wir nicht gerade gut waren, aber wir waren besser als sie auf jeden Fall schon mal. Easy für die Kniften. Ja, easy für die Kniften. Das ist die Power der Kniften, Freunde. Denkt immer dran. Merkt da schon ordentlich Knifte und dann rockt er die Bude. Ja, Punkteübersicht. Jo, wie nah wir alle aneinander waren. Ja, bei mir geht's gerade noch, beziehungsweise. Oh. Naja, ich würde sagen, das war es mit der ersten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.